Moin Leute, Venom MC wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder darum, wie wir diese Woche in GTA zum Millionär werden können. Also jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Falls du neu auf meinem Kanal bist und dieses Video über die Suchleiste oder die Vorschläge gefunden hast, würde es mich jetzt erstmal mega freuen, wenn du den Kanal hier abonnieren würdest, damit du rund um GTA 5 absolut gar nichts mehr verpasst, denn das Update kommt ja bald raus, das Sommer-DLC, und da sollte man auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und falls ihr sonst irgendwelche besonderen Fragen habt, die ich hier in diesen Videos nicht beantworten kann, dann kontaktiert mich doch bitte auf Instagram, dort probiere ich auch so viele Fragen wie möglich zu antworten. Und apropos Instagram, dort haben mir heute Morgen schon wirklich so viele von euch gratuliert, wirklich mal danke an der Stelle an jeden Einzelnen, der dort geschrieben hat oder noch schreiben wird. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, ich kann leider nicht auf alle antworten, habe aber einige in die Story gepackt, auf einige probiere ich auf jeden Fall noch zu antworten, also an der Stelle wirklich mal danke an jeden, der gratuliert hat. So, dann kommen wir jetzt aber zum ersten Punkt, wie wir diese Woche schnell Geld verdienen können, und dabei handelt es sich wie jede Woche um das neue Zeitrennen. Das Ganze befindet sich hier, heißt Elysian Island, wir haben 1 Minute 40 Zeit, das Ganze befindet sich auf der Karte, genau hier, also eben ganz unten. Unser Ziel müsste irgendwo rechts sein, das ist irgendwo hier in der Nähe. Auf jeden Fall haben wir 1 Minute und 40 Sekunden für dieses Zeitrennen Zeit. Wenn wir das Ganze schaffen, verdienen wir eben 101.000 GTA-Dollar. Vor allem das Zeitrennen diese Woche ist wirklich sowas von einfach. Ich hatte gestern 10 Sekunden noch Überschuss an der Zeit eben. Also wirklich, das sollte auf jeden Fall jeder machen. Dafür braucht ihr auch kein krasses Fahrzeug. Also ein relativ schnelles Auto oder halt ein schnelles Motorrad. Aber wir haben wirklich genug Zeit, um das Ganze zu schaffen. Also bitte probiert es aus. Ich habe dazu gestern natürlich schon ein Video hochgeladen. Das Ganze ist hier rechts oben verlinkt. Einfach draufklicken. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ebenfalls zum Zeitrennen. Und zwar zum RC Bandito Zeitrennen. Das heißt Baustelle. Und befindet sich eben hier auf der Map. Gleiches Prinzip wie bei dem anderen Zeitrennen, wir müssen einfach das Zeitrennen eben in der vorgegebenen Zeit schaffen. Dann bekommen wir 101.000 GTA-Dollar, allerdings brauchen wir bei diesem Zeitrennen eben den RC Bandito. Das ist ein kleines ferngesteuertes Auto, was knapp 1 Million kostet. Von daher, ja, wird das nicht jeder haben. An die, die es eben haben, können es auf jeden Fall machen. Wer sich den RC Bandito kaufen will, darf das gerne machen. Aber sollte halt dann wirklich jede Woche das Zeitrennen machen vom RC Bandito, damit man eben das Geld dann mit der Zeit wieder reinholt. Das war es jetzt erstmal von den Zeitrennen. Jetzt kommen wir zu den Modi, wo wir eben Geld verdienen können. Für die, die halt nicht so gerne Rennen fahren, haben wir natürlich auch wieder Möglichkeiten diese Woche am Start. Und zwar gehen wir dafür einmal auf Options, dann auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Gegnermodus, und dann gehen wir ganz nach unten und müssen halt erstmal jetzt den Modus finden, und zwar heißt der Modus Stockpile. Wir sehen es hier. Auf jeden Stockpile-Modus haben wir dreifach Geld und dreifach RP drauf. Das heißt, wer Geld braucht, sollte diesen Modus unbedingt diese Woche spielen. Ich kann euch das Ganze mal zeigen, es ist nicht schwer. Man hat hier eben ein Flugzeug, man hat immer meistens zwei Teams. Ich bin das orangene Team und wir müssen hier eben diese Sachen, diese Embleme, keine Ahnung was es ist, eben auf der Map hier einsammeln und in unser Revier bringen. Ihr seht hier, da ich das orangene Flugzeug bin, ist mein Revier eben orange gekennzeichnet. Wenn ich jetzt das Ganze einsammle und hier rein fliege sozusagen, bekommen wir hier einen Punkt, wie ihr links oben oder in der Mitte oben jetzt gesehen habt. Das ist eben das Prinzip. Es geht eben darum, dass dein Team eben mehrere von diesen Dingern einsammelt und in sein Revier bringt. Ihr könnt natürlich auch die gegnerischen Punkte klauen. Ihr seht da vorne das Lilane, das ist der ihr Stützpunkt. Dort können wir reinfliegen, können das Ganze einfach klauen und dann in unseres bringen. Und so ist eben das Spielprinzip. Also man kann sagen, der Modus ist echt nicht schlecht, vor allem wenn man das Ganze mit Freunden zockt, kann man doch relativ viel Spaß haben und gleichzeitig eben einiges an Geld verdienen. Das war leider auch der einzige Modus, wo wir eben doppelt Geld oder dreifach Geld verdienen können. Allerdings haben wir noch doppelt Geld beim Hangar-Business, also bei der Luftfracht. Dort können wir auf jeden Fall doppelt Geld verdienen. Ich weiß, da wird man jetzt nicht so viel machen wie bei irgendwelchen anderen krassen Missionen. Aber ja, wie gesagt, wir haben da doppelt Geld. Also wer einen Hangar von euch hat, kann da gerne die Luftfracht-Mission spielen und dort einiges an Geld machen. Ich glaube zwar wirklich nicht, dass allzu viele von euch einen Hangar haben, denn wenn wir ehrlich sind, wenn da eben nur einfach Geld drauf ist, kann man da wirklich nicht stinkreich mit werden. Man kann da halt viele Flugzeuge, alles drum und dran lagern, aber ansonsten ist der Hangar halt echt nicht das beste Business in GTA, da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere. Und ja, an der Stelle war es dann mit den Möglichkeiten, wie wir diese Woche in GTA 5 schnell Geld machen können, beziehungsweise ja einigermaßen reich werden können. Ich würde sagen, Stockpile auf jeden Fall die beste Methode, die auf jeden Fall ausprobieren. Und natürlich die Zeitrennen. Das Zeitrennen habe ich euch nochmal unter dem Video hier verlinkt. Wer das noch machen will, kann das gerne abchecken. Ansonsten würde ich sagen, war es das an der Stelle dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn es hilfreich war oder informativ für euch war, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, dass auch sie einiges an Geld diese Woche machen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video bzw. im Stream morgen. Bis dahin, haut rein und ciao.